Sollte halt einfach kein Essen machen. Mach mal den Stackig. Da sollte ich echt mal nach meinem Onkel gehen. Der macht nur fertig Essen und dementsprechend. Der macht nur fertig Essen und dementsprechend hat er kein Problem, weißt du? Das ist halt. Der macht nur fertig Essen und damit hat er kein Problem. Verstehst du, was ich meine? Nein? Noch scheiße. So. Dann Scheiß raus. Dann schmeiße ich unsere Spülmaschine weg. So, jetzt wollen wir was machen. Ja. Gut. Sieht eigentlich die Jungfrau so toll aus. Das hat mich so nicht bestellt. Ach, da ist er. Mein Lappen schon gesucht. Was ist denn das hier für eine Verdreckung? Genau. Das will ich aber so nicht haben. Video könnte 1-2 Minuten länger rausgehen. Das stört mich, ehrlich gesagt. Das stört mich, ehrlich gesagt. Das muss jetzt weg. Nicht morgen oder so, sondern jetzt. Das ist auch schon schwierig, dann muss ich mal darüber. So. Ja, oben auch schon ein paar Abdrücke raus und so. Na gut. Machen wir später sauber. Jetzt aber erstmal zum Thema, was wir überhaupt machen wollten. Und zwar Wichsen. Nee, ich hoffe nicht. So. Nehmen wir uns mal mit. So, wir haben jetzt Salami, Pizzabox, da füllen wir rein. Von dem Eimer ist ja hier noch eine Tomatensauce über. Aber dann kannst du bitte einfach zu. Wir haben noch Zeug hier. Mal schauen, dass wir. Jetzt habe ich über 30 Pfeffer. Mal schauen. Es ist ja auch ein Papier, aber es ist ja gut knapp vermessen. Das ist ja ruckzuck ärgerlich. Deswegen wollen wir da hingehen, mal gucken. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass Geschirr da ist. Ganz richtig. Ja. Ja. Ja, schon ein bisschen eklig. Ne? Ja. Den Teig raus hier. So, hier kommt jetzt vielleicht die Magie. Ich höre auch zu lügen, es glaubt doch keinen. Glaubt doch keinen Schein. Ja, und zwar, wie mache ich das jetzt? Erstmal wieder aufs andere Blatt Papier. Also, wir haben schon mal Schritte 1. Ja, und wie funktioniert, ne? Hoffen wir, dass das funktioniert. Und jetzt habe ich es trotzdem noch mal drauf. Nee. Muss ja schon mittig, ne? Muss ja schon mittig, ihr seht es aber, ne? Ja, das ist gut. Muss ja schon mittig drauf. Sehr scheiße. Dann ziehen wir das nochmal ab. Diesmal wollen wir etwas anderes machen, also mal wieder was anderes. Und am Ende des Tages immer dasselbe ist ja auch blöd. Das heißt, ich liebe Messer rüber, aber da gibt man nicht was zu haben. Vielleicht machen wir schon mal gar nicht. Jetzt habe ich nicht einmal, also andersrum, so, ne, andersrum bewegt. Aua. Hat sich mal jetzt was, da hat jetzt mal was sich seitlich geklemmt gehabt. Aua.
Oh. Okay. Oh, das war was. Hui. Also, ich schneide meinen Teig hier. Seht ihr jetzt nicht perfekt, aber ich klamme rein. Also, machen wir das jetzt hier. Wir machen erstmal hier. Dann würde ich in die Mitte hingehen, ne? Würde ich sagen. Komplett. Und dann nehmen wir mehr oder weniger nochmal durch die Mitte. Und dass wir hier dementsprechend sauber auch getrennt haben. Und dann gucken wir, dass wir die Scheiße halt befüllen und daraus eine Tasche machen. Ich bin allerdings so schlau und heiz den Ofen halt dann nochmal vor. 180 Grad. So, Tankkammer. Dadurch, dass wir das hier so übereinander machen, müssen wir. Jetzt ist das feucht. Gucken, dass wir auch. Wuhupala! Nicht weglaufen. Dass wir hier genug reinmachen, dass dann nicht trocken wird, weil du ja zwei. Mehr oder minder hast du ja zwei Seiten Teig. Da willst du nicht, dass das hier. Ne? Dann möchtest du ja nicht den dicken Teig haben. Und dann hast du da kommt Soße drin. Und dann wird das halt, wie du dir denken kannst, sehr schnell eine sehr trockene Angelegenheit. Und dann schmeckt doch gar nicht am Ende des Tages. Würde ich mal sagen. Ein bisschen. Und ich glaube, das reicht so. Mach das nicht. Dann von Haus aus trotzdem noch ein Ticken Salz, aber nur ganz wenig, weil da kommen jetzt noch die Salami schon drauf. Das ist hier. Ja, das ist wieder dieselbe Stelle am Rücken, wie ich das schon, ich glaube, seit 20 Jahren habe. Ich habe einmal damals, wo ich 17, 18 war, mich runtergefahren habe, ich einmal so nach hinten gerissen und dann hatte ich was angerissen. Und seitdem ist das alle paar Monate oder was, da kriege ich hinten eine Blockade mit Bein. Ach, nee. Es ist immer noch dieselbe Stelle seit 20 Jahren. Das ist schon wieder so gemacht. Das ist schon 20 Jahre, ja. Da sehe ich immer nur, wie alt ich doch bin. Ja, gut. Die Zeige kurz habe ich gar nicht drauf gemacht, ne? Da muss man noch. Hoppala. Hoppala ist die Variante. So. Auch ausgiebig. Ja. Ja, das schmecken. Das ist ein italienisches Gewürz. Ja. Mit so einem Zeug drin habe ich einen Schlaganfall, aber das benimm ich mal. Oregano, Basilikum, Knoblauch, Zwiebeln, Pfeffer, bla bla. Das übliche einfach. Schaut aus wie ein Salami. Gucken wir mal, wie zerberstet wir das hier rankriegen. Ich würde mal sagen, so drei Scheiben machen wir schon pro Teil. Ne? So drei Scheiben pro Teil machen wir schon. Das ist natürlich hier ja, super Idiotenarbeit. Also, das ist für mich sehr gut geeignet. Jetzt habe ich aber keine Ahnung mehr, wie ich die Dinger zusammenklappen soll. Weil irgendwie kommt das jetzt gar nicht mehr hin. So von der Form her stimmt das irgendwie nicht so ganz. Oh, nee. Nein. Ach, Dieter, das läuft hier hinten raus. Los, Dieter. Das läuft hier hinten raus. Das hatte ich so nicht geplant. Nee, das bleibt hier zu. Nee, das bleibt hier zu. Wie das ist. Am besten klappt man von beiden Seiten. Einmal von hier. Aber von hier, wo es ein bisschen dicker ist, da ziehen wir es erst. Und dann ziehen wir um. Dann machen wir die Seiten dicht. Ja, und zwei trockene Tomatensoße können ruhig rauslaufen, das macht ja nichts. Ansonsten haben die dicht zu sein.
Also die sehen jetzt schon schlimm aus. Die sehen jetzt schon übel schlimm aus, die Dinger. Und die sind ja noch nicht mehr im Ofen. Und hier läuft so eine Seite. Alter. Oh. Da habe ich mir wieder eine Scheiße ausgedacht. Es könnte wahrscheinlich sogar was werden, wenn ich nicht so abgrundtief dämlich wäre. Wahrscheinlich. Jetzt da raus. Oh, ich mach hier immer einen Brett. Wie noch mein Liefer 45 mal überlegen, ob mich sowas sieht. Ist doch alles Blödsinn. Ja, und natürlich fällt mir nämlich gerade ein. Ich alte Sau habe hier die Scheiße von gestern vergessen. Naja, machen wir jetzt. Hoppa. So, jetzt will ich mal sehen, wie das hier funktioniert. Weil ich habe ja sogenannte Badmatten gekauft. Badmatten. Weißt du? Von Amazon. So, die sind auch Silikon. So. Welche ist sauber? Und keine Rückstände. Und das ist die sogenannte Backmatte. Die ist jetzt voller Fett. Dann mache ich jetzt einfach ein bisschen Spülmittel drauf. Schnappe meinen Schwamm. Passt ins Auge. Dann gehe ich da jetzt mit meinem Schwamm und mit meinem Spülmittel drüber. Dann ist diese Backmatte wieder sauber, ja? Dann ist da kein Fett mehr so drauf. Das ist interessant, oder? Wie auch, sehr interessant. Super. Und so. Jetzt wieder rein mit der Backmatte. Ja, müssen wir noch unser stabiles Backpapier draufschieben. Viele würden da jetzt sagen, ja, zieh das runter. Ich habe hier vorne Knüppel. Kannst du nicht. Ich bin einfach nur müde. Einfach nur noch müde bin ich. Mit anderen Fällen als sogar. Ich bin einfach nur noch müde. Das ist Leben. Absolut am Auge, was hier macht. So, so sieht die Scheiße aus. Nicht gerade lecker, ne? Das finde ich auch nicht. Aber wir können wenigstens ein bisschen Backmatten. Backmattentester. Ein bisschen Gel träufeln. Wollte ein bisschen Gel drauf träufeln. Ist natürlich kein Himmel da, aber okay. Ein Maul des Esels, würde ich sagen, ne? Machen wir doch hier ein paar kleine Sprenkel Käserei dran, damit es nicht zu langweilig schmeckt. Machen wir einfach hier und da ein bisschen Käse dran. Okay? Okay. Machen wir hier und da ein bisschen. Wieso bricht diese Scheiße auseinander? Hier und da ein bisschen Käse dran, dann schmeckt das schon. Kleinen Moment. Einen Moment. Ich habe Rückenschmerzen. Kleinen Moment, ich habe das gleich. Und dann kann das wunderbar in den Ofen. Bei 180 Grad. Und in aller Ruhe, was ist das für eine Flederfixe? In sich ausbacken. Das wird wunderbar lecker schmecken, weil wir haben hier Käse, wir haben hier Salami und wir haben hier Pizzateig. Also im Großen und Ganzen sollte das eigentlich problemlosen, leckeren Geschmack geben. Ich hoffe mal, sonst bringe ich euch alle um. Ja. Dann kaufe ich noch mehr Backmatten. Kauft mehr Backmatten. Und sehr praktisch, wenn man trotzdem Backpapier benutzt. Ah, super. Also einfach herrlich, Leute. Der Tag kotzt mich so richtig an. Oh, richtig. Ich weiß nicht mal warum, ist das schlimmer. So, dieses wunderschöne Stück
Edelschrott in die heiße Röhre. Hoppala. Und dann lassen wir mal laufen, ne? Ich will mich in der Zeit sinnungslos sein. Dieser scheiß Dach nimmt auch kein Ende. Ich muss mal Flasche jetzt mal durch. Was wischst du denn die Hela-Flasche aus? Das ist eine originale Hela-Getränkeflasche. Verstehst du? Die kannst du bei Hela kaufen. Gibt es auch in Tomaten-Ketchup-Geschmack etc. Aber nicht weiter sagen. Weil sonst geht der Effekt zu. Machst du hier deine scheiß Bulle an und dann mixt du hier deine Suppe rein. Und halt super für unterwegs die Dinger, ne? Ach, fick dich! Ach, nee. Danke, Scholz, für diesen wunderschönen Deckel. Ein Hurensohn. Wie gesagt, und dann bist du unterwegs und. Hat schon ein bisschen Effekt, ne? Ach, ja. Oh, kann auch noch dran. Die Aufnahme hat noch gestartet, weil ich jetzt auch Pizza-Dinger war. Also ich sag nicht, sieht den gut aus. Ich sag, sagen wir mal interessant, ne? Gut riechen tut's, allerdings Salami und Käse, das riecht immer gut. Wenn man hier jetzt, es ist hier ja alles. Wenn du nicht alles selber hast. Taco, Taco, Burrito, Burrito, El Fozzo. So, jetzt muss der Blech raus. Ach ja, ich hätte mal jetzt Leute, ein Platzproblem im Anus deiner Mutter. Auf sowas zu sagen, kleider so aus. Ich sag immer, schneider so aus. Ich mach's zwar nie. Das ist mein Problem bei mir. Ich setz jetzt nur hier. Joppa, loppa. Ja, der Teich ist in Ordnung, das ist durch, da bin ich ziemlich sicher. Doch, doch, das ist durch. Hoffentlich. Durch Kotzen, ich kann das nicht haben. Deswegen gibt es auch wirklich verschiedene, es kann jetzt, gibt verschiedene Pizzerien. Das kann ich nicht essen, weil. Also Pizza, alles kein Problem. Auch wenn ein bisschen dünner Teig ist und so, auch kein Problem. Wenn ich zur Pizzerien, die haben so einen dünnen Teig, und der. Es ist noch richtig feucht und schlammerig. Und ich kann das Mundgefühl nicht haben, nicht vom Kotzen, nicht vom Blöden. Deswegen ist das so gar nicht meins. Könnt ihr was sehen? Nee, macht nichts. Sieht aus wie Opossum auf Schimo oder so. Nicht lecker. Nun muss man hier so ein Pappstück aus. Damit ihr euch das auch ansehen könnt. Das könnte irgendwie schlimmer aussehen, hätte ich gesagt. Das könnte durchaus schlimmer aussehen. Ich finde es eigentlich ganz okay. Da hast du halt noch die anderen. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verschwende eure Zeit immer sehr gerne. Er blockt den ganzen Tag. Sein Content ist wie kalter Kaffee. Er träumt von Klicks und Ruhm. Doch der Erfolg bleibt aus.